Matschi, Matschi. Oh, wieder Mission Impossible. Düm, 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 düm. Aber wir müssen ihn jetzt nicht opfern. Ach, ging das auch ohne angucken? Na gut. So, wir sind drin. Oh, jetzt will er rechts. Wow. Komm zurück. Ich bin an einem Kultotropf. Warum man mir den gelegt hat. Da vorne Lasers. 58. Okay, so kommen wir da nicht durch. Achso, man kann da links rein. Das hilft nicht. Bitte? Also mich hat's fast gekillt. Easy. Ja, GZ. Der müsste ja trotzdem irgendwie durch. Wow. Wie hat das jetzt geändert? Ah, frag mich auch gerade, was das alles sollte. Da sind jetzt so Antennen rausgekommen, die ihr anlasert. Ah, da habt ihr jetzt einen Checkpoint. Er lässt jeweils zwei Flächen auf. Unter den Antennen. Ne, eine weiter. Ah, zu dem. Da, wo die Teile liegen. Ah, stimmt. Und dann hier einmal Schritt drüber. Ich stand doch da rein gewesen. Boah, wie cool. Kann ich nochmal? Nee, du musst machen. Kann jeder so pro sein wie ich und da einfach ohne Schutz durchrennen. Ist ja viel cooler, wenn man sich hier was schwerer machen könnte, weil man einfach irgendwas anlehnen sollte. Den kann man auch bestimmt mit einem Trick ausschalten, oder? Schau doch mal. Anscheinend bin ich. Ja, dann schnetzeln wir ihn halt nieder. Oh, guck mal, was hier kommt. Ich tippe auf, die Ads müssen dauern. Gefällt mir nicht, was die hier machen. Die haben noch mehr Exkursoren durch. Scheiße. Ja.
Ist ja auch Clipping-Fehler hier drin, dass jemand mal aus dem Dungeon rausguckt. Nö. Ich in zwei bestimmten Winkeln, ey, jetzt schon wieder? Mal sich zumachen. Das war jetzt wieder uncool an der Quest. So ein dämlicher Bossfight. Ohoho. Oh, wir bleiben hier. Ja, finde ich cool. So zum 3D-Model. Kann man Kabel nicht einfach ziehen? Ich glaube, ich habe es gefunden. Das macht natürlich auch weniger Sinn. Strom ist aus. Nee. Was? An der anderen Seite? Nee. Ach, jetzt ist er nur hier unten aus. Ja, es gibt noch eine andere Seite. Habe ich jetzt Feuer gemacht? Ey, im Nahkampf mache ich Feuer. Bist du denn für ein Sith? Hast deine Bombe auch noch rangemacht? Auch bitte nicht. Oh, nee, ey. Oh, weia. Ich pull den mal, wenn's geht. Geht. Ah, nicht schreiben. Okay, die kommen alle zusammen. Ich habe keinen Bock auf den Job. Wasser im Ohr. Das machen die diesmal gar nicht. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal wirklich nur... Ah ne, okay, der eine macht. Kann ich davon abhalten. Ich habe echt das Gefühl, wir haben beim letzten Mal was vergessen. Ja, die Frau kriegt Kochgewürze, wen wundert das? Make me a sandwich. Ich hätte diesen Call mit Make me a sandwich hier irgendwie im PlayStation Network während die Call of Duty spielt. Oh, bist du eine Frau? Ja, schön, dass es dir aufgefallen ist. Dann geh in die Küche und mach mit! Also, das geht im Deutschen nicht. Make me a sandwich. Dann geht sie in die Küche, da hat sie so ihr Pentagramm auf den Boden gemalt. Stang. Oh, schöner Name. Und dann verwandelt sie ihn in ein Sandwich. Also, sie makes ihn in ein Sandwich. Warum verlangen die Leute das im PlayStation Network ständig? Fand ich sehr witzig. Ich hab gesehen, dass... ich habe mich da als Fotografie gemacht. Muss es Marseille sogar gesehen haben. Simon bei meinem letzter Feind war. Er hatte leider nur eine Statistenrolle, was ich sehr schade fand. Er war FIFA-Fiete. Der Zocker, der auf der Couch sitzt und sich bedienen lassen muss von dem Kandidaten. Und die haben dann so extrem stark... Ich hab das gesehen. Hast du es gesehen? Ich hab die paar Minuten noch weitergeguckt, die Alter. Ja, ich auch, wo sie twerken musste. Die sah nicht schlecht aus, ja. Ich fand das so geil hier, warum möglich die Kerle? Was geht dich da überhaupt an? Das war so geil. Ich hab nur bis zum Tattoo geguckt. Ne, du hättest ihre. Ich glaube, das Tattoo war eh das letzte. Oder das vorletzte. Ich glaube, danach kam zumindest nichts Großartiges mehr. Aber das mit dem Twerken und so war so geil. Das war echt lustig. Wie sie dann noch versucht hat, den letzten Ball da aus ihrem Arsch zu kriegen, ey. Aus ihrem Arsch zu kriegen, klingt falsch. Aber ich konnte vergleichsweise gut, die hat ja nicht richtig getwerkt, aber das sah vergleichsweise gut aus, weil sie hat sich ja irgendwann dann schön auch so wie in diesen Twerk-Videos hat sie sich auf die Motorhaube von dem Auto gestützt und den Arsch nach oben gereckt. Aber das hat natürlich am wenigsten. Und wie sie dann mit der Platte hin und her gesprungen ist. Mhm. Wie Joko ihr dann mal gesagt hat, Mädel, das funktioniert so nicht.
Transmitter. Ha, schön, den konnte ich sowieso nie ausstehen. Ah, die mit der schönen okay, Stimme. Okay, ich habe euer Datenpaket, Rechnungen und noch mehr Rechnungen. Der wo ich immer noch nicht weiß, wer das ist. Ich auch nicht, aber ich kenne die 1024. Ein Schiff? Na klar, als ob er genug Leute hätte, um ach, ein so großes Schiff zu bemannen. Die Datenkennung bestätigt aber, dass es mit dem CAS-Bericht zusammenhängt. Und wir können dadurch mit einem größeren Teil des Netzwerks spielen. Neue Koordinaten für euch. Wir nähern uns dem Ziel. Gott, welche Stimme ist das? Liegt mir auch auf der Stimme, auf der Zunge. Gibt es irgendwie so eine mit so einer Stimme in Game of Thrones zufällig? Nee, ne? Dachte schon, nee. Ihr hättet mich vergessen. Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Ich kenne die Stimme aber tausendprozentig. Bestimmt aus irgendeiner Kinderserie oder so. Wo müssen wir denn hin? Das war die Mission fertig? Ja, wir müssen jetzt nach Corell, ja. Das ist ja die andere Mission. Oder ist das noch dieselbe Mission? Das ist dieselbe. Achso, wir hatten ja die andere auch noch, ne? Oder war die... Das gehörte mit dazu. Hatten wir die andere dann komplett abgeschlossen? Ja. So. Nee, haben wir nicht. Achso, das war die mit dem Samen, diese blöde... Die Kackmission. Ja. Die richtig beschissene. Okay, ja. Noch rot. Waren wir nicht schon auf rot? Auf rot? Nee, also nicht deswegen. Wir haben auf einem anderen... Wo waren das? Ah, auf rot haben wir den Samen gesucht. Also ja, wir hätten rot später machen sollen. Ja. Beim letzten Mal. Wir hätten beim letzten Mal Crash und dieses Mal rot machen müssen. Aber so haben wir uns also wir haben nur noch einen Samen übrig für dieses Jahr. Was ja auch... Hä? Achso, hier geht's raus. Für dieses Jahr. Ja, wir auch. Er hat sich einfach nur einen Punkt weiter geportet. Der irgendwie 20 Meter entfernt war. Der Fahrstuhl ist da! Oh, oh, nein! Schade, wa? Ja, beim letzten Mal seid ihr beide vorgerannt und ich bin zu spät gekommen. Dieses Mal war es andersrum. Ich glaube, das war sogar beim Runterfahren, oder? Ja. So. Attacke, attacke. Boah, diese Stimme lässt mich echt nicht los. Ich guck gleich dieses, mal, dieses raue, Gott, wem gehört denn das? Das hat aber was. Ja, eben. Evibo. Ich google gleich mal. Ab auf mein Schiff. Sofort. Evie und Boybot. Nee, nicht ganz. Ha, hier, Wikipedia. Ja, okay, das ist die englische Stimme, scheiße. Das bringt mir nichts. Steht hier ihre Voice Actress? Nee. So. Corellia. Moment, Katharina Lubinski? Nee. Namen Lubinski. Hey, Bob. Warum ist der nächste? So, wollt ihr erst nach Corellia oder erst nach Hoth? Hoth, weil auf Corellia waren wir ja noch gar nicht. Also da fangen ja dann die kompletten Quests an. Ach, mhm. Stimmt. Okay. Alles nacheinander. Du reist zu deinem Ziel, Hoth.